I'm surrounded by all the screens of their life, screaming into space to drown them out. I fell down so low, don't know where to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Cause I've been hypnotized by the lights, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's so, huch, da bin ich. Irgendwie ist mein Mikrofon sehr hart, sensibel. Ich weiß nicht warum. Nochmal so, falls ich doch mal lauter rede. So, klick und klick und klick und klick. So. Was? Ist jetzt hier jemand? Nein, hier ist keiner. Ich wollte gerade schon fragen. So, klick nicht so viel rum. Ich gebe mir Mühe. Moment, erstmal hier. Lugbuff Inc. Na, wer hier mit dir bei? Wie geht es hier? So, zack, zack. Die geht's voll gefressen, ja easy. So muss das sein, oder? So. Hallo Guido, hallo. Na, da schießt mir auf jeden Fall mit in die Thesen. Hallo Charles. Warte mal, ich lasse hier mal stehen. So, Möb Möb, hallo Sascha, hallo. Na, geht's euch gut? Alle Wochenende überstanden und so? Ich habe gehört, wir droppen heute unten Compass Piece. Kapi? WDR? Was denn? Wieso klappe ich bitte meine Headset runter, um Hallo zu sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Oh, danke für den Glücksbit, Guido. Liebe geht raus. Wir sind doch gar nicht im Discord, Sascha. Bam, bam, badam, bam, badam, bam, badam. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Ich habe neuerdings die Angewohnheit, so nah mein Mikrofon zu sein. Dabei habe ich es jetzt extra ein Stück weit weg gemacht. Ihr müsst mir mal sagen, ob ich reinschreie oder ob das so klar geht. Warum fühle ich mich so wenig gebufft? Ich habe alles an, ne? Hm. Ja, easy. Clap 70% eh. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich hätte erst überlegt, ob ich euch zu Myrumok schleife und danach denke, besser nicht. Sonst kriegt ihr alle noch Plagg, wenn ich das mache. Hab schon zwei Tage kaum gepennt. Die Erkältung macht dein Hirn kaputt. Oha, aber ich hoffe nichts ganz so Wildes. Also so Fieber, Schüttelfrost und so. Ist wild. Anders wild. Nur Schnupfen, harmlos, aber nervig. True. Fühle ich auf jeden Fall. Schnupfen ist richtig ekelhaft. Aber am schlimmsten finde ich immer Husten und, Fieber. Ist so das ekligste an der Erkältung überhaupt. Hallo, Dustin Dragger. Hallo. Nervig. Ja. Oh, Sascha. Huh. Ich bin ein bisschen fix unterwegs mit meiner DK, habe ich das Gefühl. Und ich droppe natürlich erstmal einen Redshirt. Easy going. Ist auch gut, denn ich habe keine mehr.
Ich sag's euch, heute droppe ich ein Compass Piece. Warum auch immer, es wird passieren. Mein allererstes nach 400 Stunden. Schön wär's, ne? Aber im anderen Fall, ich bei Red Shards immer nur Beschwerden. Ich freue mich über Red Shards, denn ich droppe sie tatsächlich super, super selten. Gar keinen Bock, welche zu kaufen. Ja, auf jeden Fall habe ich wieder meinen 28. Pen Greifenhelm hinter mir. So, habe jetzt einen 198er Fehlstack. Hallo, Mr. Thorsten. Ja. Natürlich wieder nicht hochgegangen. Natürlich. Wie kann es auch anders sein? Oh, hallo Ulki. Hallo Sugar Ulki. Na? Ich höre mich komisch an. Wie soll ich mich komisch an? Warum? Nein? Mich komischer? Warte, ich überprüfe mal. Nö. Übersteuern? Boah, das ist, sagt mir irgendwie jeder im Moment. Warte mal, ich nehme mein Mikrofon ein Stück weg. Immer noch? Hallo? Sonst muss ich die Lautstärke mal runterstellen. Ich habe nichts umgestellt, ne? Hallo, Remix. Hallo. Besser. Okay, ich habe mein Mikrofon jetzt ungelogen so 30 cm von mir weggemacht. Alles fit bei mir, ja. Bei dir auch, hoffe ich. Ich rede ein bisschen lauter, weil ich die Musik ziemlich laut auf meinen Ohren habe. I like that shit. Nun ist besser. Ja. Das Thorsten. Thorsten. Das Thorsten komisch ist, ist wieder alle. Ja, ich dachte, ich brülle euch heute einfach mal an für den gewissen Kick. Das ist der Kick für den Augenblick. Kapi? Man pinnt ein bei Hystria TV. Man schaltet am nächsten Tag an, was sieht man Hystria? Ey, ja! Jetzt sag mal nicht, dass du bei mir einschläfst. Das weiß ich ja mal zu verhindern, du. Alter, was denn? Dieses Mikro. Was denn? Was hast du mit meinem Mikrofon? Ich habe nichts gemacht, ungelogen. Okay, warte. Ich habe noch eine Idee. So. Das eher. Okay. Luga, merke dir, schreie nicht im Stream, sonst übersteuerst du. Okay, check. Das war auf Laura bezogen beim Einpennen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Die Arme, die hängt ja immer noch in Hystria fest, ne? Das arme kleine Ding, ey. Tut mir wirklich voll leid. Aber ja. Was willst du machen jetzt, grinden kannst du ja nicht, ne? Uff, uff, uff. Hab Girl Bad Level Up, ey. Für kleinen Luganina. Kurz können wir sagen. Ja, ja, machen wir nochmal. Kummer dich schon mal um das Kleine. So eine Halskette, habe ich gehört, wird halt auch noch droppen, Kapi. Sieben Elten. Boah, wenn du willst, ich kann gleich mal gucken, ob frei ist, ja. Ich dachte nur, vielleicht ein bisschen Black Chart runter und so. Für ein paar Dungrans. So. Ich kann mir nicht helfen, wenn ich zu mir oder das Mikro. Das Mikro hat einen Hauen weg. Das, ich muss mich erstmal irgendwie. Okay, Charles hat das Händchen für die Quoten. Bin ich bei jedem anderen auch so übersteuert? Okay, Remax, okay. Ich guck mal gleich meine Einstellung an in Windows, ja? Ja, einer sagt ja, andere sagen nein. Was stimmt denn nicht mit euch? So, warte mal kurz. Sound-Einstellungen. Ich habe nichts geändert. Safe nicht. Okay, wenn ich jetzt...
Ach nee, warte mal. Das ist nichts anders. Es ist alles dasselbe. Ich weiß nicht, was ihr habt. Es ist bei mir einfach alles gleich. Ich glaube, Thorsten hat einfach den Stream auf 100, die Kopfhörer auch auf 100, einfach alles hochgeballert, um mich zu hören. Weil ich habe das Mikrofon jetzt auch schon ein Stück weit weggenommen so. Und wenn ich mir den OBS-Ausschlag angucke, bin ich auch safe nicht im übersteuerten Bereich. Bereich. 20 von 100. Nein, ich möchte heute nicht lauter reden. Ich finde, ich rede sehr sanft und einfühlsam. Hallo? Hallo? Hallo, Gönja. Na du? Ich stehe auf große Ohren. Was? Okay. Okay. Ich kann gleich mal gucken, ob die Rote da drüben frei ist. Warte mal. Wenn ich schon mal hier vorne rumdümpel. Hör doch mal dein Ziel selber an. Ich kann mein Ziel nicht selbst anhören. Ich bin, das ist super weird für mich. Ich renne kurz rüber. Ist immer noch so, oder was? Ich glaub dir, wenn du das sagst. So. Sieht frei aus. Gut, dann ist das jetzt meine Route. Aber vielleicht schrei ich auch weiter einfach nur ein bisschen. Kann auch sein. Wie du gar nicht guckst, wer da ist. Ich sehe hier Mobs, ich sehe keinen weißen Punkt, da ist niemand. Da ist doch niemand. Schau doch, hier ist keiner. Gucke. Wenn ich es dir doch sage. Mach mal F5, Thorsten. Mach mal F5 und schau mal, ob du das nach dem Aktualisieren immer noch hast. Der Raum ist ja auch kaum benutzt, da kann man den ganzen Raum klären kann. Aber schau doch, hier ist doch niemand. Wenn ich es dir doch sage. Griefen, sowas machen wir nicht. Hier, gucke, kein weißer Punkt, nirgendwo. Nichts. Schon dreimal F5 gemacht. Okay, habe ich so eine Roboterstimme bei dir? Weil das hatte Nietzsche immer das Problem damals. Und, ja. Nietzsche ist aber auch der Einzige, den ich kenne, der das Problem hat. Gucke. Hier steht zwar ein Zelt, aber hier ist keine Sau. Dann warst du lucky. Ach, es geht einfach keiner Hysteria, ja? Es geht einfach keiner Hysteria, weil die alle Stars End und so rumschimmeln und Talumen und so. Hysteria ist einfach wie leer gefegt. Qualifest einstellen, nicht automatisch. Meinst du jetzt Thorsten damit? Labadai? Luga ist laut, Luga ist weiß, Punkt, Luga das, Luga dies. Ist halt echt so, ne? Komm, geht mein Stream los, Luga dies, Luga, Luga dieses, Luga welches, Lula. Ey, sag nicht, dass du weg bist. Das nicht nennen. So, ich möchte hier bitte was Rare-Droppiges. Ja, so ähnlich. BMC ist okay, aber nicht ganz so das, was ich wollte. Ich glaube, ich baller mir mal ein bisschen Beast rein. Immer dieser Sarkasmus. Was?
Ich weiß nicht, von was sie reden. Werter Herr Schoki. Ich weiß nicht, was sie meinen. Boah, das bockt einfach so übelst mit der Deacon zu grinden. Ihr habt den gar keine Ahnung, ne? Wenn es einfach Liebe ist. Das sagte sie so lange, bis sie das erste Duell gegen eine Mystique und einen Striker hatte. Oder ein Rory. Und ein Wizard. Interessant. Hab ich keine Ahnung. Danke, dass du mich nochmal so dumm hinstellst. Was meinst du? Lukas Zürich ist für eine gute Gruppentherapie. Wait, what? But why? Ich hab wirklich keine Ahnung. Achso. Ja, guck mal, da musst du gar Milo meckern. So, Wodka nehme ich mit. Komm rüber hier. Wir gehen eine Runde spazieren. Nimmt er mich noch? Ja, jetzt so. Easy. Ich habe halt legit noch keinen Wodka oder Eltenpartner. Wir können am Freitag wieder zusammen dumm sein, Charles. Charles, das tötet Menschen. So gut einfach. So gut einfach. Ja, Chance bin die Owen. Was? Jetzt sei doch nicht so. Dr. Ragnar, danke dir für den Follow. Hello. Aber, Succession. Echt, ey. Naja, ewiges Leveln, sei mal dahingestellt. Also, normale Menschen, ja? Die leveln ja bis maximal Level 63. Normale Menschen. Ich bin da, glaube ich, so ein der wenigen Ausnahme. Ja, Thorsten, ich glaube dir doch. Ich spreche ganz sanft in mein Mikrofon. Ganz sanft. Max-Level gibt's nicht bei BDO. Gibt kein Max-Level. Also maximal erreichtes Level ist Level 66, ja. Bei den ganzen Amt ist auch nichts. Aber, ach, was weiß ich. Hatte ich ein Windows-Update? Ich überlege gerade, aber... Nö. Ja, aber ich sehe es ja im OBS, dass ich viel leiser gestellt bin als sonst und trotzdem extrem laut dagegen bin. Nur warum, weiß ich nicht. Dann würde ich da das Leaderboard aufmischen wollen. Ich kenne mich. Ach, bist du dann so verbissen, ja. Bis gleich. Manchmal würde ich dich einfach gerne mit einer Kugelgabel fixen. In die Nase. In die Nase. Aber es kann dir jetzt auch nur lauter vorkommen, weil ich die Musik letztens leiser gestellt habe. Also, wer weiß.
Technik, die begeistert und so. Gut. Wenn der Rest sagt, alles ist gut, bin ich beruhigt. Ohrenschmerzen sollt ihr nur bekommen, wenn ich Pen drücke. Wenn ich denn mal wieder Pen drücken würde. Boah, Hüstrei bockt schon, ne? Momentan so Sigraya und Hüstrei irgendwie voll mein Ding, ey. Also Hüstrei sowieso, ne? Weil ich ja den Pen Greifenhelm endlich hochdrücken will. Aber Sigraya macht momentan auch mega Bock. Achso, warte mal. Da fällt mir ein. Ich habe ja fast volles Agris. Wahrscheinlich, weil ich so ewig lange nicht mehr Österreich gewesen bin, ja. So Sehnsuchtserscheinungen. Mein Greifen. Ich habe gestern habe ich wieder drauf geklickt. Ich habe jetzt 28 Tries und 198er Face-Stack auf meinen Greifenhelm. Ist so semi-geil. Aber er ist sehr, sehr stur, ja. Sehr, 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 sehr stur. Der Helm. Ich weiß auch gar nicht, warum es mir so schwer macht, ne? Ich hoffe ja, ich bleibe noch unter 30 Tries, aber Hoffnung habe ich da nicht mehr, was das angeht. Ehrlich gesagt. Aber wir werden sehen. Mein Greifenhelm macht es mir sehr schwer. Deswegen jetzt wieder Schriftrollen grinden und so. Ja, ja. Good old days. Die Waage? WTF, warum die Waage? Im anderen Char versuchen? Habe ich ja zwischendurch auch schon. Hätte meine letzten. Eigentlich habe ich alle Pens und Tets mit der DK immer geklickt. Ich überlege gerade. Ich meine, ich habe ja auch wirklich alles schon ausprobiert, ne? Was den Helm angeht. Ja, ja. Anti der Necker. Kann die Fee zwei Tränke gleichzeitig autopotten? Was? Wie? Die Fee kann ich zwei, also... Na doch schon, wenn du halt Mana und so einstellst, ne? Klar, könnte sie. War das eine Frage, oder? Lila? Ich drücke einfach weiter. Ich denke mal so bis 300. Und 300, da würde ich dann eventuell... Ja, ich weiß nicht. Eigentlich würde ich auch schon tiefer anfangen. Aber für den 300, da würde ich wahrscheinlich für Trifallen Gott nehmen oder so. Infinity Ports. Ja, genau. Die stellst du ganz normal ein bei der Fee. Und wenn die halt Mana braucht, auf dem Prozent, die du eingestellt hast... Oder HP, dann pottet die natürlich auch, ne? Also das Case-Szenario, du bist gerade am Limit mit HP und Mana und ja, die würde potten. 300 für ja, ich finde ja auch 300 ein bisschen zu hoch. Oder vielleicht ein Pen-Schmuck? Ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass da Feuer hochgehen. Bevor es so ein absurder Stack wird. Schauen wir mal. Ich brauche halt jetzt auch noch keinen Trifallen-Gott, ne? Also ich müsste halt vorher meine Armor komplett pen machen. Und dann ein bisschen auf AP gehen und dann würde ich
auf Trifein Gott gehen? Es wäre einfach so übel gut, wenn er hochgehen würde, ne? Aber da machst du nichts. Wie episch. Hier bitte Slow Motion einfügen. Föstra brauchst du jetzt ja nicht unbedingt. Nee, ach Föstra nicht. Für Sykraya auch nicht. Also Sykraya nehme ich auch mittlerweile so wenig Schaden. Aber Hadou merke ich dann schon, ne? Na, warte mal, jetzt ist ja jemand gewesen und wieder weg. Hallo Stilligent. Hallo. Oh, ich hänge am Stein. Nice. Aber hier zum Beispiel am Kompass, so versuche ich gar nicht zu denken, ne, dass da so ein Teil droppt. So. Da denke ich gar nicht dran. Wenn es sowieso nicht droppt. Aber für Doom wäre schon nice, ne? So ein bisschen mehr DP und so wäre schon in die richtige Richtung. Drei, zwei, eins, meins. Ja, du kannst ja doch selber GQs machen, Guido. Achso. Du brauchst nicht fragen, mach doch einfach. Ich wollte gerade ein Buch trinken, was da stand, wo sonst immer meine Flasche steht. Ansonsten läuft bei mir. Geil. Und was gab es bei dir zu trinken? Oh, Blättergeschmack. Seite 22 bis 25. Easy. Einfach IQ saufen. Kann man mal machen. Hallo Roadrunner. Hallo. Der TV-Mann weiß dann alles aus dem Buch. Oh ja, easy. Würde ich auch machen. Wäre ich ja voll dabei, ne? Erstmal so programmieren und so trinken. Easy. Ich will ja nicht alles wissen. Ich will ja nur das wissen, was mich interessiert. Ich bin auch echt froh, dass du sowas wie Gedanken lesen nicht kannst, ne? Boah, ich glaube, das ist eine richtige Strafe, das zu können. Alles wissen, einfach Internet trinken. Easy. Habe ich denn... Oh. Nice. Also BMCs sind aber, ja, ziemlich nett in der kurzen Zeit. Schon 1, 2, 3, 3 Stück, ja, in, naja, obwohl, 28 Minuten. Das geht besser. Noch wäre er Wissen im Schlaf bekommen. Boah, so viel wie du schläfst, ne? Dann wärst du aber super schlau. Was ist denn mit dem Elken? Kommt der mal? Immer diese extra Einladungen hier. Ja, easy. Das geht sogar ein bisschen.
Warten. Wissen im Schlaf bekommen. Ey, Grifo? Jesus. Erschrecken Sie mich doch nicht so. Noah? Voll zusammengezuckt schon wieder, ne? Hallo, Toto. Hallo. Was sind wir denn heute wieder so schreckhaft? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich rechne einfach immer nicht damit so. Deswegen zuck ich. Hauen wir uns doch mal davon einen rein. Ich weiß echt noch nicht, was ich mache, wenn ich 66 bin, denn das Problem ist dann, dass die Mops hier drinnen sich nicht mehr für mich interessieren. Die sind ja jetzt schon weiß und ja. Schwierig. Ich weiß gar nicht, ob ich da mit Monster provozieren mit den Pets arbeiten kann dann. Muss ich mal ausprobieren. High-Level-Problems ist halt echt so, ne? Weil das ist schon scheiße. Stell dir vor, wenn Mobs zu low sind, dass sie nichts mehr droppen. Das geht ja zum Glück nicht. Mit der LAN rein. Ja, wäre auch meine Überlegung. Mit der LAN mache ich aber viel lieber PvP, ne? Also ich grind auch gerne mit der, aber es artet irgendwie immer ein PvP aus mit der Pippi. Weiß nicht warum. Ich glaube, da bin ich ein bisschen angriffslustiger, weil es mir egal ist, dadurch, dass es mein Second Main ist. Mit euren Luxusproblem. Was? Weil auf 67 wird halt echt, also wird halt super krampfig, ne? Ich meine, ich level ja nun schon nicht aktiv auf 66, aber 67 ist doch schon ein guter Krampf. Ich glaube, in der Zeit ziehe ich meine LAN auf 64 dann. Problem ist nur, das dauert immer nicht lange und ich vermisse meine DK dann, ne? WB-Chan, WB. Hat ja gestern auch gut geklappt, ne? Mit deinem Short-Stream. Ich habe mir das schon fast gedacht, ja. Viel Glück ohne. Hat aus Langeweile alle Klassen Level 66 gezogen. Ne, was heißt Langeweile? Langeweile habe ich ja nicht, aber Leveln ist halt schon gut einfach gemacht. Da brauchen wir echt nicht diskutieren. Bin der beste Beweis dafür. Halt so ein P mal kurz, so ein Zeitspann von 1 bis 7 Stunden. Geh mal zu früh rein. Du meinst hier vorne an der Ecke, ne? Ja, ich weiß. Das, weil ich mich die erste Stunde immer so ein bisschen noch eingrinden muss. Und dann wird's besser. Genau, das, was Chan sagt. Genau. Ich weiß. Ich weiß nicht, wie der Spot funktioniert. So ist nicht.
Ja, ich muss ein bisschen geduldiger sein beim Grinden. Ich weiß, ich weiß. Aber wenn es hier so One-Shot-Dinger sind, dann denkst du dir so, ja, einfach rennen, da ist so wurscht. Mach ich mit Killspeed wieder weg. Wenn sie so blind wären wie du, wird es auch wie ich, wird es auch ohne Ecken klappen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe schon so ein bisschen Bock auf ein AP-Upgrade, ne? Also DP klar, gar keine Frage, aber ich habe so Bock auf ein AP-Upgrade auch. Ich habe sogar geschafft, mein Inventar aufzuräumen. Habt ihr das eigentlich mitgekriegt? Nö, war? 5 Stunden habe ich für mein Inventar gebraucht, um das halbwegs auszumüllen und habe allein damit 4 Bilder gemacht. Frag nicht. Frag nicht.